Da war Headline. nicht viel. So, okay, dann los. Ab zum Hafen und Team Skull. Da ist ein Korb. Da ist ein Korb. Okay. Vielleicht Hallo, hätten Herr wir ihn erschossen. Wachtmeister. Bei uns wächst selbst in der Stadt hohes Gras. Das fördert das Zusammenleben mit Pokémon. Die Zäune um das Gras herum werden von Captain Elima und seinem Farbigel in Schuss gehalten. Ja, unser Captain ist eben sehr auf Details bedacht. Ja. Ja, aha. Tell me what's your story, Slowpoke. Oh, Schluppuck. Gott. Hey, Hildegard, da ist ein Sabayone. Das sieht Ja, es ist süß aus. schön. Ja, das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte. Hier gibt's was super Leckeres. Soll dein Team erfolgreich sein, dann hau dir Malasadas rein. Nur ein Häppchen davon und dich liebt jedes Pokémon. Wow. Wenn dir etwas an deinen Pokémon liegt, musst du ihnen einfach ein paar Malasadas kaufen. Malasadas? Malasadas? Malasadas. Wir können Lass mal auch. das. Ich weiß nicht, wie man es bei euch nennt, aber bei uns nennt man die auch Berliner Ballen. Na okay, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach Berliner Ballen, egal wie es hier genannt wird. Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus, was mir auf dem Herzen liegt. Blut! Gewebe! Opi, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst! Sowas in der Richtung. Nee. 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 Die schreiben mir wohl mal was anderes als auch die Skala im Kopf Oh. herum. Ach, Rotom. Scala Ach, guck mal da hinten. Ein Fabuzzi. Ein Fabuzzi. Es ist Malasada-Laden. Da wird jedes Quapuzzi zum Fabuzzi. Jawohl, Zucker-Malasada. Ja. Ich guck mal gerade, wie Berliner Ballen in den verschiedenen Regionen heißen. Alkohol. Bin ich mir sicher. Nein! Bekommt das Malasada-Ding. Ach so. Sieht nicht so aus, als wäre dein Flammiau hungrig genug Flaumiau. dafür. Flaumiau. Hier hast du dein Geld zurück. Okay, ich hab's eh schon gefüttert mit Bohnen. Berliner Pfannkuchen, Krapfen, Kreppel. Ja, natürlich. Die Berliner Ballen, ja, das sind hier Pfannkuchen. Genau, Während in das. anderen Regionen Pfannkuchen wieder diese flachen Dinger bedeuten. Genau, Ja. genau. Ja. So ist es bei uns. Ja, das sind Malasadas. Putzi! Gab's da nicht auch so eine Zahnpflege, hier so eine Das ist Zahnpasta-Reihe? Aronal. Nee, Putzi für Kinder. Tut mir leid, aus dem Alter bin ich schon irgendwie eine Dekade raus. Vielleicht gibt's das auch gar nicht mehr. Das war zu meiner Bevor ich Kindheit. mein Pokémon meine Malasadas kosten ließ, waren die frisch gebacken. Hätte die frisch verfuttert. Ist das ein Hinder? Ich bin da sehr guter Pali. Oh, vor allem in der englischen Version klingt der gar nicht so. Warum haben die es in der deutschen so rassistisch Weil aufgezogen? das die Deutschen dann halt eher abkaufen. Ah. Die erwarten, dass der so ist, also ist Wenn er ich so, sonst. mit meinen Freundinnen ausgehe, wird immer nur über Beziehungsprobleme geredet. Deshalb bin ich viel lieber alleine unterwegs. Im Moment versuche ich zum Beispiel den Rekord im Malasada-Essen zu knacken. Heiraten. Malasada heißt übersetzt so viel wie nicht ganz durchgebacken. Was für ein Name. Boah. Ist ja gut, Walter. Oh wei. Also Guck wir haben mal, auf jeden Fall ein rechts diese kulturelles. leere Fläche mit dem Machomai. Ah ja. Im Moment wird gemunkelt, also es ist ja bekannt, dass gerade eine Pokémon-Liga gebaut wird in Alola. Im Moment wird von Fans gemunkelt, ob da dann später Arenen aufgebaut werden. Dass eine Top 4 kommt, weiß man, aber zu Arenen gibt es noch keine Infos. Mal interessant. Ich meine, irgendwann werden da ja zu Infos kommen, wahrscheinlich. Wäre ja auch mal cool, wenn man MMO-mäßig was per Patch später einfügen würde. Das wäre cool, aber es ist Pokémon. Mai, Mai. Mai, Mai, Mai. Mai. Yo, Mai, Mai. Mai. Yo, Ja. Mai. Macho! Yo, Ja, wir Mai, sind was ist jetzt. das? Zichtix. So, also Ah, jetzt. Polizeiwache. Hey, pass auf, ich gebe dir einen Tipp von Trainer zu Trainer.
Wenn du es mit starken Gegnern zu tun hast, dann gib deinen Pokémon bestimmte Items zum Tragen. Das erhöht nämlich ihre Statuswerte. Oh, vielen Dank. Wollen wir da reingehen oder kommen wir da sowieso bald rein, weil wir irgendwo eine Schießerei anzetteln? Nein, nein, geh rein. Ist zwar Amerika, aber... Das Maskottchen. Da steht eine Puppe von Granbull, genau. Das war ja auch schon in der Demo. Generell die ganze... Demo? Demo? Ich weiß zwar nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist es immer friedlich. Demo. Die Leute hier haben bestimmt Angst, von den Schutzpatronen der Inseln bestraft zu werden. Trotzdem bauen wir Just for the Lols eine Polizei. Na gut, dann... Hey, Chess, kann ich mir was zu trinken? Ja, dann wollen wir da mal hin. Chalk and Raw, Chalk and Raw. Damn. Los, Chest los, Punch. Los. Hier ist Scott. Doch irgendwo... Damn. Ah, guck mal an. Hallöchen, ich bin Captain Elibar. Yo! Möchtest du den auch, also so erstmal die Fragezeichen und dann sehen wir mal, wie viele es sind? Team Scott's Art zu grüßen ist, nicht zu grüßen! Oh Mann. Dua. Okay, welchen davon willst du? Ich mach A. Okay. Oh. Ja, dann... Yo, Captain, lass mal deine Pokémon rüberwachsen. Ich dachte mir ja, der meiner hat sein Bandana ein bisschen zu fest. Oh. Ah, dich kenne ich doch von der Trainerschule. Du bist also gleich nach Haholi gekommen. Jetzt mache ich hier den. Ja, genau, den rechts da. Oh, du aufgeblasener Typ. Ach nee, jetzt haben wir Rüppel A. Dann mach Rüppel A. Oh, du aufgeblasener Typ. Was fällt dir ein, uns zu ignorieren, ja? Den machen wir platt. Dem wird ein richtig fetter Schädel brummen. Meine Güte. Das ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen. Hildegard, richtig? Dürfte ich dich bitten, den Herrn da zu übernehmen? Ich kümmere mich um diesen hier. Schweigen wir uns diesen Hohlschädel noch Waffen. Hoffentlich verschwinden sie dabei übrig. Das ist Rüpel A, ich dachte, das ist Rüpel B. Mach mich nicht blöd von der Seite an, wenn ich mitten in einem Kampf bin. Wow. Ich werd dir zeigen, was für ein Pro ich im Umgang mit Pokémon bin. Check die Sau. Jo. Warum gebe ich dem eigentlich so einen türkisch anmutenden Akzent? Das ist echt rassistisch. Okay, nicht so rassistisch. Ein Herausforderung von Team Skull Rüpel. Dann ist es ja noch besser. Also, dann ist es ja noch gut. Dann ist es ja noch in Ordnung, wenn es nicht so ist wie das. So weit. Los, Hulk Hogan! Moment. Jo, ich hab's auch ein paar Mal gestreichelt. Hä? Hulk Hogan macht sich Sorgen, dass der Kampf schieflaufen könnte, stand da. Wow. Was hast du mit deinem Pokémon gemacht, dass es auf einmal zweifelt an dir? Ich hab's gestreichelt! Wo? Oh nein, sicher, der Kampf könnte wirklich schieflaufen. Mach dir keine Sorgen, du schaffst das. Oh. Ich versuch's trotzdem. Nein! Alter. Das ist so gemein. Aber typisch Hogan. Ja, warte mal, war das nicht auch so? Ja klar. Bei Wrestling-Kämpfen sieht das ja manchmal so aus, als ob die sich blöd anstellen. Wenn der Drehbuchautor versagt, meinst du? Ja. So, der Rest der Pokémon bekommt auch. Oh, das war's schon. Echt jetzt? Das war's schon? Das glaub ich ja voll gar nicht. Hey. Ich liebe Team Sky, das ist mein Lieblingsteam. Du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist. Yay, Bro, tu mir so, als wäre das nie passiert. Lass lieber eine Biege machen, yo! Illimas blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Was sagt zu schnell? Boah. Vielen, Alter. Was für Trottel. Beide Güte. Sagt er gerne, ne? Ja. Oh, die Überblende auch gerade mit dem Skull-Logo. Mhm. Sonst ist es immer ein Pokéball. Sehr schön. Ja. Das hast du gut gemacht. Und deine Pokéball natürlich auch.
Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Alle können das. Warum kann man das nicht selber? Einem fehlen die magischen Fände. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktorin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich bei der Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Naja, sie ist ein bisschen kleiner, aber wird schon gehen. Will der jetzt auch kämpfen? Nein, der will was anderes, glaube ich. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elimar. Och man, der will doch. Tatsache. Ich dachte, man kriegt wenigstens irgendeine andere Aufgabe gestellt, wie fange einen Radfratz oder so. Nee, das ist ja erstmal, um zu überprüfen, ob du seiner Prüfung würdig bist. Ah. Die eigentliche Prüfung von ihm, die kenne ich natürlich. Darauf kannst du dich freuen. Na gut. Ein Mangonio. Ja, also wir Donald kämpfen J. gerade Trump. Gegen. Genau, wir kämpfen gerade gegen den neuen Präsidenten der USA. Und, Moment, wir haben kein mexikanisches Pokémon, schade. Hat Eli mal irgendwie Verstopfung? Guck mal, wie der da steht. Oh. Dieses Grinsen dazu. Was? Was ist das für ein Powerbuff Mangunior? Ja, echt mal. Haben wir irgendwas mit Kampfattacken dabei? Nein, leider nicht. Ah, kommt erst noch bei Flamiao. Ja, der macht ein bisschen. Obwohl, nicht mal, ist ja Unlicht, scheiße. Weißt du, da braucht man einmal im Leben für ein paar Sekunden einen Kampf statt und hat keinen. Das erste Mal seit Sekunden. Das war eine. Das. Ein böser Treffer! Ey! Das was, ist unfair! Was? Och man! Was? Trank war oder was ist? Der hat ein Item benutzt! Mann, ey! Der Penner hat ein Item, dafür können die Items benutzen! Normale Trainer, die Items benutzen, das ist echt fies. So, wen könnten wir denn nehmen? Patrick. Na, auf jeden Fall nicht unser Mangunio. Ja, aber ich würde mal austauschen, ja. Weil unser... Ach, Pokémon guck mal, was die für Attacken... Das. Hm? Okay. Nochmal ja, Silberblick. Ja, aha. Slowpoke. Tell me what your story, Slowpoke. Fluch kann ich nicht gebrauchen. Gainer, ach, ja doch, kannst Gena machen. Ja, nur ist... Ah, hör nicht auf den dicken Jungen mit dem großen Kopf. Ja! Shit, das hat Verfolgung. Ja. Ja, ich glaube, ich mach Gena. Ich höre auf dich. Jetzt ist zumindest was wert, bevor es drauf geht. Genau. Sobald das schläft, kannst du gucken, ob irgendein Pokémon eine Kampfattacke kann. Ja. Ja, ich könnte theoretisch schon jetzt austauschen. Der wird ja nicht das nächste Pokémon mit einem... Ja, guck mal, Türkan könnte haben, weil die Entwicklung kann eine Kampfattacke, das weiß ich. Wiederhall ist... Okay, noch nicht. Mark wird's auch nicht haben, hat nur Biss. Nee. Dann... Ja, wieder zurück auf Hulk Hogan, würde ich sagen. Ja, Hulk Hogan kriegen wir den besten Angriff mit dem Step raus. Ja. Verfolgung macht nichts, auch wenn's weg sein könnte. Ah. Wow. Ja, wenigstens... Ja, jetzt ist es eingeschlafen und jetzt ist unser Hulk Hogan... Ich hätte das doch gleich austauschen können. Jetzt muss ich nochmal auswählen. Vor allem Donald J. Trump setzt Verfolgung ein. Oh, das passt. Sehr effektiv gegen Mexikaner. Hyperheiler? Assum! Naja gut, hilft auch Trank, nicht mehr. Hyperheil. Ja, natürlich. Jetzt kommt noch irgendein. Nein, kein Trank, gut. Jetzt macht er noch seine Z-Attacke. Und dann sind wir weg. Aber ist interessant, das Spiel könnte dadurch ein kleines bisschen lustiger werden. Hat der noch eins? Ach stimmt, der hat ja noch einen Farbigel, hat der vorhin der Typ auf der Straße gesagt. Stimmt. Türkan! Ja, bei Farbigel haben wir dasselbe Problem. Ja. Können wir jetzt aber nicht mehr einschläfern. Na gut. Mal gucken, was wir sonst machen können. Wird das irgendeine Spezialattacke haben? Sonst würde ich es tatsächlich mal ein bisschen runterheulern. Oder versuchen mit Schläger... Farbige kann als einzig interessantes eine Attacke kopieren, aber sonst ist der normaler Normaltypi. Hm. Ich werde mal zusehen, dass ich es zweimal runterheule und dann... Ah, Aquaknarre! Was? Was zum Geier soll denn das? Stimmt, kann natürlich sein.
wenn der vorher schon gegen ein Pokémon gekämpft hat, das Aquaknarre konnte und dann mit seiner Attacke die Attacke kopiert hat. Sofern ja. Ich guck mal gerade im Pokewiki. Das Ding kann das bestimmt auch so lernen. Ich versuche mal hier auf irgendein Pokémon zu wechseln. Ich will nicht, dass mein Hogan drauf geht. Ansonsten, ich habe zwar auch noch Tränke, aber. Ne, nur Nachahmer. Dann hat er sich tatsächlich irgendwo vorher eine Wasserattacke geholt. Der holt sich wahrscheinlich eine Attacke, die effektiv gegen den Typen des Starters ist. Das ist krass. Quasi so wie bei einem Rivalen. Oh Mann, das schaffe ich nicht so. Na gut, dann nehmen wir den Zug erstmal, um unser Flammen. Farbige kann nur Nachahmer. Ach, guck an. Kann der was mit TMs? Kann keine TMs erlernen. Heißt das, der kann nur eine Attacke? Steht das da so? Ja, der kann nur Nachahmer erlernen. Wow. Und ist nicht fähig, TMs zu erlernen. Wow. Das heißt, Aquaknarre ist seine einzige Attacke. Ach du Schande. Dann kannst du Hogan einpacken. Also ohne Spaß, ich spiele Pokémon seit der ersten Generation. Farbigel gibt's seit der zweiten. Ich habe mich nie mit Farbigel beschäftigt, dass das so ist. Der kann nur Aquaknarre. Krank. Alter, natürlich. Ey, damit. Das ist krank. So, nächstes ist. Was hat er schon für Debuffs? Er hat jetzt einmal Silberblick drauf und er hat einmal Heuler drauf. Mehr nicht. Was? Also ich werde wahrscheinlich noch zusehen, dass ich mit den anderen Pokémon vielleicht seine Werte irgendwie runterkriege. Was habe ich hier? Superschall. Superschall verwirren, das ist gut. Klingt nach was, ja. Ja, dann zeig mir mal gerade die Debuffs. Von ihm? Mhm. Ja, ja. Ja, wie gesagt, einmal Angriff, einmal Verteidigung. Das erste, was er gemacht hat, ist Schwachsinn. Ja. Angriff ist. Wusste ich ja nicht. Ist speziell. Das konnte ich ja noch nicht wissen. Da hat er ja. Verteidigung. Jetzt kannst du doch Tackle? Alter, ein Volltreffer. Okay, dann kann der. Aber wie kommt er dann auf Tackle? Oder hat der viermal Nachahmer? Ich weiß es nicht. Nee. Warum? Versuchen wir hier, auf Level 1, 11, 21, 31, 41 und so weiter lernt er immer Nachahmer. Hm. Merkwürdig. Meinst du, der erlernt nochmal Nachahmer, wenn die Attacke vorher durch eine andere aufgenommene Attacke ersetzt ist? Warte mal, welches Level hat der denn? Ist der Level? Der ist jetzt Level 10. Der dürfte eigentlich nur einmal Nachahmer können. Hm. Okay. Ich hau mal Flamiao wieder raus und gucke, was passiert in der nächsten Runde. Ja, aber dann geh aber mal über Kratzer, weil seine Verteidigung ist ein runter. Ja. Obwohl, Bam. Ich weiß, zieht Feuer mit Stab mehr ab oder Kratzer mit Debuff? Ich denke, ein Debuff ist ja bloß. Das ist jetzt die Frage. Weil, wir gucken uns mal die Stärken an. So, das ist eine Stärke von 40. 40. Auch 40. Ist jetzt, Stab hat doch normalerweise ein 50% Boost? Nee, nicht so viel, oder? 100, tatsächlich doppelt. Na dann, glaube ich kaum, dass, das andere dagegen. Nee, ah, da ist aber, nicht. Ist ja aber natürlich die Frage, ob Angriff oder Spezialangriff besser ist, ne? Ja, das weiß ich bei Flamiao halt nicht. Wir können gleich mal in den Status gucken, ob der irgendein Wesen kommen, hat. Ich sehe es kommen, der setzt gleich einen Trank oder so ein. Ah, nee. Verwirrt. Der hat schon einen Schrank und einen Hyperheiler. Alter, yes. Das ist yes. Die Chance. Jawohl. Und es ist besiegt. Können wir uns darauf einigen, dass Flamiao die Flinkler zu tragen kriegt? Ja. Das wäre mir sehr lieb. Nicht schlecht. Diese Runde geht an dich. Wow, war echt mal ein Kampf.